Okay, also im Studium, ja, da macht man ziemlich viel Verschiedenes. Mavi ist so ein bisschen so eine Schnittstelle zwischen Chemie, Physik und Mathe. Hauptsächlich Physik, finde ich. Chemie lag mir nie besonders, deswegen war das so ein bisschen so, ja, okay, ich distanziere mich so ein bisschen davon. Also kann sein, wenn man in eine andere Richtung geht, dass man dann mehr Chemie macht. Ja, sonst ist es sehr praktisch. Also wir haben viele verschiedene Praktika, wo man so mal reinschnuppern kann, was so jeder verschiedene Fach. Also da guckt man auch in jede einzelne Gruppe. Also hat Praktika in jeder einzelnen Fachgebietsgruppe, was auch ganz cool ist. So bin ich zu meinem Hiwi-Job gekommen. Und da macht man dann tatsächlich auch wenigstens irgendwas Handfestes und nicht nur Theorie. Deswegen ist es also meiner Meinung nach ein bisschen cooler als andere Naturwissenschaften. Außerdem fand ich Naturwissenschaften lag mir, aber so Physik studieren, Chemie studieren, hatte ich immer so ein bisschen Vorurteile und habe es deswegen nicht gemacht, weil ich immer so ein bisschen Angst hatte, dass da nur komische Leute rumlaufen. Das klingt jetzt sehr gemein, ist nicht böse gemeint. Alle Physiker und Chemiker, ihr seid cool. Aber ja, deswegen habe ich Mavi gemacht und hier sind tatsächlich sehr coole Leute bis jetzt. Also ich habe nur coole Leute kennengelernt. Okay. Außerdem, was voll cool ist bei Mavi, ist, dass wir tatsächlich ein sehr kleiner Jahrgang sind. Heißt, wir sind, glaube ich, also wir haben mit 50 oder so angefangen und sind jetzt, glaube ich, bei 30. Aber das Coole ist, dass man am Ende tatsächlich jeden kennt. Heißt, man hat immer jemanden, den man fragen kann. Man weiß, wer die schlauen Leute sind. Man weiß, mit wem man sich immer treffen kann. Man weiß, mit wem man immer plaudern kann. Und dann hat man eigentlich immer wen an der Uni. Und das ist ein sehr familiäres Verhältnis. Was ich jetzt aus anderen Studiengängen, Maschinenbau oder sowas, kenne, dass das nicht so ist. Und man hat vor allem auch ein gutes Verhältnis zu den Profs. Also man sitzt in einer Vorlesung mit 20 Leuten, heißt, da geht eine Person nicht so arg unter wie bei 1000 Personen. Also es ist schon sehr cool und man kann auch mit sehr vielen Profs, man kann einfach zum Büro gehen und sagen, hey, du, ich hätte da mal eine Frage und dann kriegt man die auch beantwortet, was ganz cool ist. Mittlerweile arbeite ich im Sonderforschungsbereich L94, also SFB L94. Und ja, das ist so ein Großprojekt, in dem sich beschäftigt wird mit Transport- und Benetzungsvorgängen. Da arbeiten sehr viele Maschinenbauer und Mathematiker, aber auch Mavis und Chemiker und Physiker mit, um eben dieses Thema praktisch von vielen verschiedenen Disziplinen und verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und ich arbeite da jetzt mit Raman-Spektroskopie vorwiegend an Tropfen und an Mikrokanälen und möchte darin in Tropfen mit verschiedenen Komponenten Konzentrationen messen. Ja, Materialwissenschaften ist ja ein breites Feld, da es ja diese Kombination von Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften ist. Was ein Materialwissenschaftler aber dann doch mal so konkret macht, kann ich vielleicht erzählen anhand meines Promotionsprojektes. Also was ich ganz konkret als Materialwissenschaftler tue, ist, ich mache Dinge sichtbar, die so klein sind, dass man sie gar nicht sehen kann. Und um das zu machen, benutze ich keine optischen Mikroskope, sondern Rasterkraftmikroskope. Und was ich mit diesen Rasterkraftmikroskopen sichtbar mache, sind lebende menschliche Zellen. Das ist deswegen interessant, weil die Rasterkraftmikroskopie es erlaubt, nicht nur einfach etwas sichtbar zu machen, sondern auch noch weitere Eigenschaften von einer Probe, ja, zu untersuchen. In meinem Fall zum Beispiel mechanische Eigenschaften oder magnetische Eigenschaften. Und was ich entwickelt habe, ist eine Methode, wie man mit dem Rasterkraftmikroskop nicht nur die Oberfläche einer Probe sehen kann und auch mechanisch charakterisieren kann, sondern auch in diese Probe, in meinem Fall also eine menschliche Zelle, hineinschauen kann. Und das ist ganz interessant, weil man damit untersuchen kann, wie zum Beispiel Stoffe aus der Umwelt in eine Zelle eindringen können und was die in dieser Zelle alles tun. Und das kann man natürlich auch nutzen, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass man Medikamente in eine Zelle hineinbringen möchte und feststellen, wie wirken die dort, was tun die da eigentlich alles. Und das ist auch etwas, was ein Materialwissenschaftler untersucht und erforscht. Ein Materialwissenschaftler kann ja in ganz vielen Bereichen arbeiten. Also ich habe zum Beispiel mal einige Zeit in der
Automobilindustrie gearbeitet, bei einem Automobilzulieferer. Da ging es auch um Materialien, um Materialeigenschaften. So vorrangig war da die Fragestellung, unter welchen Voraussetzungen ein Material sich in Bezug auf Akustik unterschiedlich verhält. Da war also die Materialentwicklung und das Produktdesign das, was da besonders interessant war. Aber viele Kommilitonen von mir arbeiten echt in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern, in der Pharmaindustrie, in der Automobilindustrie, in der Halbleitertechnik, in Oberflächentechnik, in Werken, wo es um Metalle geht oder um Kunststoffe. Also das Feld ist wirklich sehr breit gefächert.